Und herzlich willkommen zurück hier bei uns im Hauptstream. Ich hoffe, ihr hattet tolle Workshops. Denkt auch nochmal dran, die sind natürlich alle aufgezeichnet. Also wenn ihr jetzt nur im einen wart und die anderen verpasst habt, euch die gerne aber nochmal angucken wollt, könnt ihr im Programm auf den Workshop gehen, den ihr nochmal ansehen wollt. Da wird euch das dann als Video angezeigt. Und ich glaube, das ist nochmal ein guter Moment, um ins Graphic Recording rüber zu gucken. Sebastian, du hast ja alle drei Workshops, wie auch in den vorherigen Sessions, begleitet. Erzähl doch mal, was ist dir besonders aufgefallen? Ja, auch diesmal war ich wieder in jedem Workshop so eine halbe Stunde. Das heißt, ich habe von jedem einen Vortrag raus recorded. Einer ist beim ersten Workshop, in dem ich war. Da ging es um den Bevölkerungsschutz in der SARS-CoV-Pandemie. Und hier war ein Vortrag, wo über das Forschungsprojekt BEPAL erst geredet wurde, wo eigentlich über die letzten Jahre hinweg Gespräche mit Menschen, mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Pandemien geführt wurden und diese jetzt ja, möglicherweise umgesetzt werden können, die Ergebnisse daraus auf die jetzige Pandemie oder auf noch folgende. Es wurden aber auch nochmal Besonderheiten der jetzigen Pandemie eben herausgearbeitet. Und hier, das war für mich eigentlich auch nochmal eine sehr gute Rekapitulation, was das eigentlich alles mit uns gebracht hat. Sehr spannend fand ich, dass mit ganz neuen Akteuren interagiert werden musste. Zum Beispiel eben mit dem Apotheker, der hier sagt, nö, ich mache um 17 Uhr Feierabend und am Freitag mache ich Wochenende und so, wenn ich, oder am Samstag. Und dahingegen die Ärztin, die sagt, sie ist allzeit bereit. Aber auch nochmal die Vulnerabilität von Einrichtungen wurde herausgestellt. Die Rolle der Bundeswehr, die nicht so klar definiert ist, oder auch die rechtlichen Grundlagen. Und genauso eine positive Sache aber auch noch, dass zum Beispiel mit Kurzarbeit und dem Lockdown das Ehrenamt oder die Bereitschaft dafür erhöht wurde. Cool, also wir können uns natürlich auch später nochmal verschiedene Zeichnungen von dir angucken und gehen auch in der Verabschiedung noch einmal kurz rüber, ja, um nochmal kurz zu rekapitulieren.